That's where the guitar is. I'm gonna sing as the Morin. Good warrior. Samsara da. Thank you.
Hare Krishna, Hare Krishna.
Herzlich willkommen zu unserem dritten Tag. Und ja, heute ist der dritte Tag und es ist auch schon leider unser Abschiedstag. Also die beiden Englischen, nicht Deutschen. Ja, Englisch. Deutsch und Englisch. Und wir haben schon viele schöne Begegnungen gehabt, die uns inspiriert haben, unser Seelenbewusstsein noch mehr zu stärken, von der äußeren menschlichen Unvollkommenheit diese anzunehmen und aber auch in eine Beziehung zu gehen, wie Gurudev heute Morgen das so schön gesagt hat. Miteinander in Beziehung zu gehen und auch zum Radharma in Beziehung zu gehen. Unter den Gottgeweihten und unter allen, die letztendlich ja alle Diener sind. Und dieses Dienertum auch umzusetzen im täglichen Leben, mit Freude einander zu dienen, egal ob es einem gerade passt oder nicht. Oder ob man denkt, die Person mag ich lieber als die. Also hinaus aus der Dualität, rein in die Liebe, in die bedingungslose Liebe, unser Wachstumsprozess. Und ich wollte einfach, weil das heute das letzte Sharing ist, dass vielleicht wir alle etwas mitteilen von uns, was wir der Gruppe sagen müssen, möchten, was unser Herz berührt hat oder jetzt auch gerade berührt, was wir so bisher empfangen durften und was wir miteinander teilen möchten. Also kein jetzt noch. Also Gurudev hat heute Morgen so schön gesprochen über die verschiedenen Ebenen in der Beziehung, die wir entwickeln zu Krishna, weil Krishna selber sagt, Govinda Chaitanya Mahaprabhu sagt, diese Bhakti, die durchdrungen ist von Angst und von Ehrfurcht, die berührt mich nicht. Die ist so ein Geschäft, das ist so, lieber Gott, mach mich vor, damit ich in den Himmel komme, oder mach, gib mir etwas, was ich brauche, damit ich glücklich bin. Diese Ebene kennen wir alle. Die Ebene, die wir erreichen möchten, ist wirklich die Ebene der Beziehung und der persönlichen Ganzvertrautheit, wo einfach was fließt, ohne irgendwelche Unterbrechungen, wo man im Flow sich begibt. Und ich kann sagen, ich bin dankbar, mit euch in diesem Flow erleben zu dürfen. Es ist kostbar. Es ist immer wieder ein Juwel. Und es ist etwas, was ich in meinem Leben multiplizieren möchte. Und danke euch für die Gelegenheit dafür, dass ihr auch den Weg auf euch genommen habt, dass ihr euch öffnet hier im Kreis, wo wir zusammen sind. Dass wir lernen, uns wirklich zu begegnen als Bruder und Schwester. Und uns öffnen für unsere eigenen inneren Prozesse, aber auch für das, was mein Gegenüber gerade braucht. Und da bin ich sehr dankbar darüber. Und lasst uns einfach darüber sprechen, was euch so berührt, was ihr so mit auf den Weg nimmt oder was ihr uns sagt.